Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. Heute geht es um das Thema Persönlichkeitsaspekte. Dieses Thema hatte ich in vergangenen Videos immer wieder angesprochen, beispielsweise in dem Video, als es um die Schattenarbeit ging. Denn hierbei wird versucht, ein oder mehrere Persönlichkeitsaspekte, die zu dir gehören, wieder dir bewusst zu machen. Ich habe auch ein Video gemacht, in dem ich erklärt habe, wieso wir Menschen sympathisch finden oder eben das genaue Gegenteil der Fall ist, eine Abneigung zu diesem Menschen entwickeln. Und nicht nur darüber hinaus, was wir fühlen, sondern wir machen uns Gedanken zu diesem Menschen. Wir versuchen uns in diesen Menschen hineinzuversetzen und bemerken immer mehr nur, dass dieser Mensch nicht auf einer Wellenlänge mit uns ist. Das ist die umgangssprachliche Formulierung dessen. Wir versuchen aber, uns dem immer wieder anzunehmen. Zumindest die Menschen, die schon deutlich bewusster an sich und an ihrem Leben arbeiten. Die meisten verstehen aber dennoch nicht ganz genau, warum die Persönlichkeitsaspekte hierbei die große Rolle spielen. Ein Kind kommt nicht mit einer Persönlichkeit auf diese Welt. Es inkarniert nicht mit einem Ich. Dieses Ich wird von außen gegeben. Und dieses Ich nimmt in den ersten 2, 3, 4 Jahren alles das auf, was ihm im Außen gespiegelt wird. Das heißt, die intensive Begegnung mit den Eltern, die vielleicht ebenso intensive Begegnung mit Freunden der Eltern und generell dem verwandtschaftlichen Umfeld. Aber auch Situationen, die auftreten aus dem Zufall heraus. All die beeinflussen die Persönlichkeit und nehmen quasi die Persönlichkeit zunächst einmal in eine Form. Und diese Form ist dann das, was das Kind für sich kennt. Dadurch, dass es einen Verstand entwickelt und mit diesem Verstand Gedanken, eine innere Stimme erzeugt werden. Das, was dann in diesem Moment, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das bei einem Kind so mit 3, 3,5 Jahren der Fall ist, als Persönlichkeit bezeichnet wird. Beispielsweise, das Kind ist ganz lieb, das Kind hat immer was zu lachen, das Kind hat beispielsweise auch immer eine schöne Ausstrahlung, das Kind kann schon richtig gut sprechen und so weiter und so fort. Das sind alles Betitelungen dieser Persönlichkeit, nichts anderes. Dieses Kind entwickelt sich aber weiter, wie auch jeder Jugendliche und wie jeder erwachsene Mensch. Bei dem einen, da geht das viel, viel schneller als bei dem anderen. Spielt für die Erklärung jetzt erstmal keine Rolle. Wenn wir jetzt immer wieder im Leben andere Menschen begegnen, wenn wir Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen, dann hatte ich aus dem anderen Video heraus schon erklärt, dass es eben kein Zufall ist, dass wir Kontakt zu diesen Menschen aufnehmen. Es ist etwas, was uns an uns erinnern soll. Das ist aus meiner Sichtweise die Perspektive, die man hierbei einnehmen sollte. Warum? Weil ich aus der Perspektive, aus der Beobachterperspektive, überhaupt erstmal erkennen kann, dass es tatsächlich so ist, dass wir nicht eine festgeschriebene Persönlichkeit haben. Zumindest nicht so, wie es immer und immer wieder erklärt wird. Wir haben all diese Einflüsse, die als Persönlichkeit gespeichert sind. Das Kind bekommt aber im Laufe seines Lebens noch sehr, sehr viel mehr mit, unabhängig von den Eltern, unabhängig von dem, was dann von Freunden später kommt, vom Partner und so weiter und so fort. Es bekommt aber auch die Dinge mit, die nicht sein dürfen. Das ist nämlich das ganz, ganz Wichtige, was man verstehen sollte, in Bezug auf die Persönlichkeitsaspekte. Da heißt es, du darfst das nicht,
du sollst das nicht. Als grundlegende pauschale Formel. Und das erzeugt in dieser Persönlichkeit eben das Bild, das ist nicht gut, das soll ich nicht machen, also mache ich es auch nicht. Dadurch aber, dass diese Aussprache, dieses, was dahinter steckt, hinter dem, ich darf nicht, ich soll nicht, ist dir aber komplett eingefärbt von den Menschen, die das an das Kind herangetragen haben. Und jetzt ist es so, es bildet sich dieser Kern der Persönlichkeit aus. Aber es bildet sich genauso etwas aus, was letztlich dem freien Sein des Menschen, dieser Seele entspricht. Und das ist jenseits von ich darf nicht und ich soll nicht. Dadurch aber, dass diese Glaubenssätze in dieser Persönlichkeit verankert und verschachtelt sind, wird das Kind zum Großteil seines Lebens genau das auch machen, was da drin ist. Das heißt, alles das, was nicht benötigt wird, weil man es ja nicht darf, weil man es nicht soll, wird letztlich als Persönlichkeitsaspekt verdrängt. Was jetzt dazu kommt, ist, dass diese Verdrängung nicht ohne Folgen bleibt. Das, was verdrängt wird, ist nach wie vor da. Denn das Kind hat das ja mitbekommen. Und ein Kind bekommt das viel feinfühliger und viel detaillierter mit als ein erwachsener Mensch beispielsweise. Denn solange das Kind kein Ich besitzt, lebt es, lebt das Leben, es lässt geschehen. Und dadurch wird alles ungefiltert zunächst einmal in dieses Kind fast schon reingedrückt. Hängt natürlich davon ab, wie mit diesem Kind umgegangen wird, wie dieses Kind aufgezogen wird. Jetzt kommen immer wieder Situationen im Alltag, die zufällig geschehen, die dafür sorgen, dass hier eine, ich nenne es mal, Konfrontation stattfindet. Eine Konfrontation zwischen diesem einen Ich und zwischen dem Ich des Kindes. Und jetzt wird es oft die Situation geben, an dem das Kind sagt, nein, das halte ich für nicht richtig, das halte ich für falsch, das ist etwas, was für mich nicht zutrifft, für alle anderen Menschen vielleicht, aber für mich nicht. So diese klassischen Aussagen von, ich verdränge das, was du gerade sagst, aufgrund dessen, weil es meine Persönlichkeit nicht zulässt. Unter dem Aspekt wird dann wieder das, was eigentlich als Persönlichkeitsaspekt mitunter angelegt wurde, nicht wahrgenommen, nicht so gesehen bewusst erlebt. Da sorgt die Persönlichkeit, das Ich, der Verstand dafür, dass das nicht wahrgenommen werden kann, weil ja das Ganze in einer gewissen Form gepackt ist und diese Form wird nicht verändert. Grundlegend haben alle Menschen die gleichen Persönlichkeitsaspekte in sich drin. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es maßgeblich davon abhängig ist, welcher Persönlichkeitsaspekt wie entwickelt wird. Es gibt auch Menschen, die haben dann wiederum sehr ausgeprägte Persönlichkeitsaspekte, die andere Menschen eben nicht so sehr ausgeprägt haben. Aber wenn wir das für uns erkennen, dass jeder so gesehen das, was er potenziell für sich als Persönlichkeit annehmen kann, bei jedem Menschen gleich ist, es hängt nur davon ab, ob die Situation bei diesem Menschen geschieht oder nicht, dann können wir uns sehr bewusst darüber werden, dass das, was wir denken, wir niemals sind. Das heißt, die Persönlichkeitsaspekte, die wir auch von diesem verdrängten Zustand in uns, in unsere Gedanken, in unseren Verstand, in dem, was wir nach außen verkörpern, wieder hochholen können, können wir an uns feststellen, wie individuell wir alle sind. Denn dieses Individuum, diese Bezeichnung, dieses Individuelle stammt nämlich eigentlich daher, dass die Verdrängung
von einzelnen Persönlichkeitsaspekten letztlich jeden Menschen einzigartig macht. Aber nicht den Menschen, so wie es immer wieder dargestellt wird, sondern seine Persönlichkeit, sein Ich. Denn grundgenommen sind wir alle gleich. Bloß das, was mit uns geschieht, wenn wir es geschehen lassen oder auch nicht, führt dazu, dass wir verschiedene Persönlichkeitsaspekte immer wieder austauschen, weil wir gelernt haben, dass alles, was schlecht ist in Bezug auf das, was quasi im Vergleich als Persönlichkeitsaspekt abgespeichert ist, darf nicht geschehen. Und dann geht das Leben immer so weiter und wir verändern immer wieder Persönlichkeitsaspekte. Die meisten nehmen aber nur das, was sie von vornherein her als riesengroße Form bekommen haben und werten das Ganze in Bezug darauf, dass sie den einen Persönlichkeitsaspekt weiter nach oben treiben, das heißt dem Ganzen mehr Priorität geben, mehr Glaube geben und anderen wiederum nicht. Was die allerwenigsten Menschen aber machen, ist, das hervorzuholen, was tatsächlich noch da ist. Das heißt, das, was nie bewusst wahrgenommen wird. Wenn das nämlich jemand macht, dann wird er für sich feststellen, dass er in dieser Persönlichkeit immer wieder ganz verschiedene Erfahrungen machen kann, ganz verschiedene Erlebnisse haben kann, wenn er es zulässt. Und das führt uns dazu, dass wir dann, wenn wir das für uns erkannt haben, sagen können, das, was ich da bin, das hat doch nichts damit zu tun, wer oder was da wirklich ist. Es ist quasi eine Hilfe, die wir uns selbst geben können, wenn wir uns darüber bewusst werden. Vor allem, weil ja jeder Mensch letztlich nur das ist, was wir unter der Form des Persönlichkeitsaspektes akzeptieren oder nicht. Solange wir in diesem Muster, in diesem Konzept leben, können wir niemals frei und offen das Leben ganz bewusst leben. Und wir sind ganz weit weg von dem wirklichen Sein. Denn das Sein findet nicht in der Persönlichkeit statt. Und die Persönlichkeit, die legst du dann ab, wenn du dich mit all dem, mit jedem Persönlichkeitsaspekt nicht mehr identifizierst. Denn erst die Identifikation mit ich bin lieb, ich bin oft wütend, führt dazu, dass ich das auch wirklich denke und das auch wirklich erlebe. Nur ist es halt so, dass das Universum dir dann jedes Mal Menschen schickt, um dir eigentlich klar zu machen, dass du jedes Mal eine Fiktion, eine Vorstellung, eine Illusion für dich entwickelst, um dir das Ganze erklärbar zu machen. Deshalb kann jeder Mensch mit jedem Menschen, wenn man davon ausgeht, dass jeder seine Persönlichkeitsaspekte kennt oder noch anders besser diese Persönlichkeitsaspekte für sich von sich weißt, weil sie eben nichts mit dir zu tun haben, sondern sie nur das Ergebnis des Außen sind. Jetzt würde mich mal interessieren, ob du dieses Thema grundsätzlich dir schon mal angeschaut hast, ob du dich damit beschäftigt hast, ob Persönlichkeitsaspekte bei dir auch schon mal hochgekommen sind, die eigentlich verdrängt waren. Das geschieht zum Beispiel auch durch Situationen, in Situationen, in denen eben ein Mensch dir das widerspiegelt und du dann auf einmal bewusst wirst, dass du eigentlich in einem Konzept bist, welches diese Sichtweise nicht zulässt. Lass mich deine Erfahrungen wissen, deine Meinung zu diesem Thema in der Kommentarsektion unter dem Video, würde mich sehr, sehr freuen.
Wenn dir dieses Video gefallen hat und dich weitergebracht hat, dann würde ich mich ebenso über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die sich vor sich selbst verstecken, weil sie weder ehrlich mit sich selber sein können, noch weil sie ansatzweise für sich feststellen können, dass sie nach außen etwas sind und selbst denken, dass sie etwas sind, was sie gar nicht sind, dann teile diesen doch bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnent meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch auch bitte die Glocke, denn dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn ein neues Video online kommt oder wenn ein neuer Livestream gestartet wird. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.